Herzlich willkommen bei Guten Abend Stamini. Mein Name ist Hanna aus Zelt Dori. Mit Clara aus Zelt Dori und Käthe aus Zelt Dori. Und Malte aus Schlabbi Schlumpf ist heute auch dabei. Die Themen: Hinter den Kulissen, Rückblick, Gummibärchen-Challenge, Sport-Challenge, Ergebnisse der Flachwitze, CD-Wetterband und Fehlerauflösung. Ihr seht mich ja gerade im Studio. In dem Film, der jetzt folgt, seht ihr, wie es in dem Studio hinter den Kulissen aussieht. Hallo, ich bin Bent aus dem Zelt 3 Fragezeichen. Der Job vom TV-Studio ist sehr spannend. Dann gucken wir mal hinter die Kulissen. Ihr habt ja jetzt schon so oft Guten Abend Stormini gesehen. Hättet ihr gedacht, dass es so hinter der Kamera aussieht? Stormini ist ja fast vorbei. Mein persönliches Highlight waren die Freizeitaktivitäten. Es gab eigentlich nur gute Jobs und es war so toll zu sehen, wie die älteren Leute Geld verdienen und arbeiten. Und die Highlights von den anderen Kindern sehen wir im nächsten Film. Was war dein schönster Stormini-Moment? Also ich fand viele schön, ich fand aber die Schneiderei echt schön. Also ich habe hier diesen Beutel gemacht, das hat echt Spaß gemacht. Als ich mit meinen drei Freundinnen aus meinem Zelt im Finanzamt arbeiten durfte. Wir haben Werwolf mit der Sparkasse gespielt und geguckt, dass alle ihre Steuern bezahlen. Also es war eigentlich alles schön. Bei mir war das einmal T-Shirt-Designer, wo man eigentlich alles dekorieren konnte und so, und einmal Bubble-Zocker. Das Kennenlernen mit den ganzen Leuten aus meinem Zelt und es war aber auch immer sehr schön, nach so einem langen Tag immer ins Bett zu fallen. Also die Arbeiten haben mir ziemlich viel Spaß gemacht und ja, aber auch das dann ins Bett fallen. Was war dein schönster Stormini-Moment? Kann ich gar nicht sagen. Ich fand eigentlich alle Tage schön, aber ich fand bisher den Mittwoch, glaube ich, am schönsten, aber ich weiß nicht warum. Ja, als ich hierher gekommen und meine Zelt-Bewohner kennengelernt habe. Gar nichts. Mein schönster Stormini-Moment, als noch die Spielgeräte kostenlos waren und wir einfach spielen durften. Wo ich mit meiner Frau geheiratet habe. Ja, die Hochzeit. Mein schönster Stormini-Moment war, als ich hierher gekommen bin und erstmal mein Zelt kennengelernt habe. Bei mir war es genau gleich so, weil alle uns direkt freundlich empfangen haben. Als Timo zum Vizebürgermeister gewählt worden ist und jetzt gerade auch. Welches Mittagessen wünschst du dir für nächstes Mal in Stormini? Ich würde Pizza vielleicht cool finden oder halt nochmal Nudeln mit Bolognese. Ein Burger? Döner oder Pizza? Döner oder Sushi? Pizza. Ja, eigentlich auch Pizza.
Ganz klar, Döner und Sushi. Döner und Pizza natürlich. Ja, ist also Döner, Pizza, Sushi. Und welches Mittagessen wünschst du dir für nächstes Mal in Stamini? Hot Dogs auch. Pizza. Pizza und Döner. Pizza. Pizza. Döner oder Pfannkuchen. Ja, ich denke auch so Pizza oder Döner wäre schon ganz cool. Pasta, Kartoffeln mit Fischstäbchen oder so ähnlich. Pizza. Ja, Pizza. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße das Zelt Isabella. Nö. Unsere Betreuerin nochmal. Ja, unsere Betreuerin und Betreuer. Ja, bei mir auch. Timon also. Und Josie. Die Teamer. Ja, bei mir würde ich auch sagen, die Teamer. Ja, ja auch Teamer. Die ganzen Leute aus unserem Zelt und unsere Zeltbetreuerin Marie und Christina und meine Schwester. Ja, ich sag das auch. Zeltdipper. Ja, auch Zeltdipper. Liebe Grüße an Zelt Lilo. Das ganze Zelt Phineas. Ja, mein Zelt Nick White und mein Partnerzelt Judy Hobbs. Jolina. Zur Gummibärchen-Challenge. Sehr viele mögen Gummibärchen. Meine Lieblingssorte ist rot. Mal gucken, welche Sorte die anderen mögen. Hallo, mein Name ist Henry, ich bin 9 Jahre alt und habe schon 44 Jahre professionelle Erfahrung mit Gummibärchen-Challenges. Und selbst mein Opa und mein Vater haben schon 50 Jahre professionelle Erfahrung mit Gummibärchen-Challenges. Heute ist die Challenge, Gummibärchen mit dem Mund zu fangen. Das war gar nicht so einfach, aber ihr könnt es zu Hause ja selbst nochmal ausprobieren. Damit gehen wir zurück ins Studio. Ich persönlich mache viel Sport, zum Beispiel an der Reckstange und Judo. Mal gucken, wie die anderen sich in der heutigen Sport-Challenge schlagen. Wir machen jetzt eine Challenge. Und ihr heißt? Johanna. Christine. Christina. Jolina. Und die Challenge, die geht so. Nein. Wer das am längsten halten kann, gewinnt. Auf die Plätze, fertig, los. Und jetzt kommt die Challenge mit den anderen Kandidaten. 3, 2, 1, los!
Etienne von den drei Fragezeichen. Herzlichen Glückwunsch. Was ist gelb, hat einen Arm, kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Fanden Sie den Witz lustig? Der Baggerfahrer auch nicht. Gehen zwei Dumme in der Stadt rum, sagte eine. Ich will in der Mitte gehen. Das war der vierte Witz. Und dieser Witz hat die Abstimmung gewonnen. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass vor dem Wetterbericht ein Song gespielt wurde. Wer dahinter steckt, sehen wir im nächsten Film. Hi, kennt ihr schon das neue Album der Wetterfamily? Seit über 20 Jahren steht die Wetterfamily für gefühlvolle Balladen, fetzige Rockmusik, intelligente Texte und anspruchsvolle Gesangseinlagen. In der ganzen Welt bekannt, in Stormini zu Hause. Zurück von ihrer 12-jährigen Liechtenstein-Tour präsentiert die Wetterfamily nun endlich ihr neues Album Wetter dir was. Mit dabei natürlich ihre Smash-Hits Wetter, Wetter, Wetter und Wetter wie Wetti. Auch die Schenkelklopfer, wenn die Sonne wieder scheint, und Wetterman sind auf dem Album vertreten. Der Bonustrack The Final Wetter hat jetzt gleich hier bei Guten Abend Stormini Weltpremiere. Die neue CD kann nur heute bei Stormini für einmalig 999 Stormark erworben werden. Hol dir das Wetter ins Zelt mit der Wetterfamily. Hier kommt der Wetterbericht, hör ihm zu und ärger dich nicht. Ob die Sonne scheint oder ein Wind weht, ihr hört, wie's morgen steht. Hey! Herzlich willkommen zu Guten Abend, Stormini. Herzlich willkommen zu Guten Abend, Stormini. Herzlich willkommen zu Guten Abend, Stormini. Könnt ihr versuchen, sie zu finden? Und sie wollten für uns einen Daumenkampf machen. Und nun zum Sport. Gestern spielte Berlin gegen Hamburg. It's the final Wetter, Dilidi, Dilidididi, Dilidi, Dilidididi, Dilidi, Dilidididididi. Morgen fährt in Stormini Vormittagsregen. Ihr braucht einen Regenschirm. Nach eurer Abreise gibt es ein Mix aus Sonne und Wolken. Es wird bis 20 Grad warm. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Viel Spaß bei der Party.